Was haben der Rhein, der Nil, der Amazonas und dieser Graben in Willich-Anrath gemeinsam? Sie sind alle Fließgewässer. Aber diese exklusive Lage am Wasser wissen die Anwohner leider nicht zu schätzen. Ja, unser Problem ist, dass wir hier an den Wasser- und Bodenverband Mittleren Niers Geld bezahlen sollen, weil hier angeblich ein Fließgewässer ist. Wir wären Uferanlieger, wird uns gesagt. Richtig, Sie sind Uferanlieger. Und Wassergrundstücke kosten nun mal Geld. Das ist in Willich-Anrath nicht anders als auf Sylt oder in Hamburg an der Alster. Ist schließlich auch ein Fließgewässer. Fließen und Gewässer heißt, irgendetwas fließt. Und es soll an beim Gewässer Wasser sein. Also wie Sie hier sehen können, es gibt hier kein Wasser und hier fließt auch nichts. Okay, das sieht wirklich ziemlich trocken aus und hier schwimmt auch nichts. Aber was ein Fließgewässer ist, entscheidet nicht etwa das Auge, sondern das Gesetz. Oberflächengewässer, das fließt, ist ein Gewässer, in dem zeitweilig Abfluss vorhanden ist. Neben mir steht Frau Schorlepp. Die wohnt seit ihrem ersten Lebensjahr hier. Ja. Und hast du hier mal Wasser gesehen? Doch. Wann? Aber noch im Krieg. Ach, Frau Schorlepp, das stimmt ja nicht so ganz. Wir haben aufgrund der Behauptung der Anwohner, der Graben würde nie Wasser führen, insbesondere am 16. und 18. Januar dieses Jahres, uns das Gewässer genauer angeguckt. Und diese Aufnahme hier, die stammt vom 18.01. Ja, nach tagelangem Regen ist sogar mal Wasser in dem Graben. Also, liebe Anwohner, zieht euch eure Badesachen an. Ich kann nicht schwimmen. Oh, na dann aber nichts wie raus aus dem Fließgewässer.